Großbrand für die Feuerwehr in Kassel. Etwa gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Eichwaldstraße nach Kassel-Bettenhausen gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand zunächst eine Gartenhütte im Vollbrand. Für die Feuerwehr ein großes Problem, denn der Brandort war nur sehr schlecht zu erreichen. Ja, die große Problematik hier an der Einsatzstelle ist, dass wir einen doppellagigen Dachaufbau haben. Vermutlich aufgrund von Sanierungen oder Ähnlichem ist eine zusätzliche Dachlage aufgebracht worden. Das heißt, wir haben dort mit einem Hohlraum zu tun zwischen den einzelnen Dachoberschichten, was uns eben nachteilig bei der Brandbekämpfung geworden ist. Das heißt, wir haben irgendwo einen Brandherd im Inneren des Gebäudes. Die erste Dachhaut scheint durchgebrannt zu sein an einer Stelle. Wir haben dort eine massive Rauch- und Brandausbreitung in diese Zwischendecke gehabt und dadurch hat sich das Feuer dann auch über das gesamte Gebäude ausgebreitet, zumindest bis zu den vorhandenen Brandschutzabschnitten oder Brandabschnitten, die wir in dem Gebäude haben. Wir kommen derzeit immer noch aufgrund dieser schwierigen Dachkonstruktion nicht direkt an den Brandherd ran. Das Gebäude ist als solches nicht zu betreten, weil die Einsturzgefahr besteht. Das Risiko für die Einsatzkräfte wäre deutlich zu hoch. Wir versuchen jetzt an den Brandherd ranzukommen, indem wir einen Bagger einsetzen möchten, um eben die Dachkonstruktion einzureißen und dort dann Löschmaßnahmen von oben in das Gebäude vorzunehmen. Aus diesem Grund griffen die Flammen gegen 23 Uhr auf ein angrenzendes Gebäude über, in dem sich eine Hausverwaltung befindet. In unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Wohnhäuser wurden evakuiert. Ein Anwohner entdeckte das Feuer und versuchte es noch zu löschen. Also ich war in meinem Zimmer, wollte mir gerade einen Film angucken und dann hat meine Mutter gesagt, die Nachbarn schreien, wir sollen die Feuerwehr rufen. Und dann bin ich sofort aufgestanden, habe aus dem Fenster geguckt und dann habe ich gesehen, dass alles in Flammen steht. Dann bin ich schnell in den Keller gerannt, habe einen Feuerlöscher geholt und dann bin ich halt dahin gelaufen. Dann habe ich aber schon gesehen, von so 5-6 Metern Abstand, dass es zu heiß ist. Und dann habe ich den Feuerlöscher liegen lassen, habe nochmal die Feuerwehr angerufen. Rund 30 Personen mussten vorübergehend in einem in der Nähe befindlichen Restaurant untergebracht werden. Ein Familienvater sah das Feuer und handelte sofort. Also ich saß zu Hause, ich bin im zweiten Obergeschoss, da habe ich einen Knall gehört. Habe ich erstmal nach vorne rausgeguckt, habe ich geschaut, irgendwann kam halt Feuerwehr, Rauchentwicklung. Und dann bin ich hinten ans Fenster, habe das Fenster aufgemacht, habe gesehen, da war so eine Partyhütte von Jugendheim. Das hat schon angefangen zu brennen. War eine starke Rauchentwicklung, habe ich meinen Säugling gepackt, 5 Wochen alt, und die Frau. Und dann sind wir gleich losgedüst, damit wegen dem Rauch mein Kind nicht vergiftet wird. Menschen wurden bei dem Großbrand zum Glück nicht verletzt. Ein Hund und 2 Katzen wurden aus dem Gebäude gerettet. Ein Feuerwehrmann verletzte sich, er knickte an einer Bordsteinkante um. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung wurde eine Rundfunkwarnmeldung herausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weiterhin haben wir aufgrund des niedergeschlagenen Rauches in dem Stadtteil hier, Forstfeld-Bettenhausen, die Messkomponente aus dem Landkreis alarmieren lassen, die diverse Punkte hier im Stadtgebiet abgefahren hat, um dort Messungen durchzuführen, ob wir Schadstoffbelastung irgendwo haben. Bis dato liegen uns keine positiven Meldungen, also keine Schadstoffbelastungen vor. Wir messen weiterhin und beobachten das Ganze, sodass auch die Bevölkerung hier sicher sein kann, dass dort keine negativen Belastungen auftauchen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Erst gegen 5.30 Uhr wurde Feuer ausgemeldet. Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort aus dem gesamten Stadtgebiet und dem Landkreis Kassel. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 750.000 Euro.